Hallo Leute, es ist schon wieder passiert. Es ist unfassbar. Wieder hat sich jemand radikalisiert. Wieder hat irgendein Islamist versucht, einen Anschlag zu führen. Diesmal mitten in München, muss man einfach mal sagen. Generalkonsulat des Staates Israel hat er das versucht. Das war Gott sei Dank geschlossen. Und Gott sei Dank, muss man in diesem Fall ehrlicherweise sagen, gab es keine Opfer. Der Täter ist für mich kein Opfer. Und der Täter war einfach zu dumm für diesen Anschlag. Er hatte keine Ahnung von Waffen. Das werden wir gleich merken, wenn wir uns diese Videos anschauen. Auch wie sich die Polizei verhalten hat. Da gibt es einige Unterschiede zu Mannheim und zu anderen. Und ich würde sagen, wir springen einfach gleich rein. Wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. Los geht's! So Leute, schauen wir uns zuerst mal das an. Hier ist also dieses Generalkonsulat. Hier spielen sich die meisten Szenen ab. Einige dann auch hier, die wir sehen werden. Also alles hier in diesem Gelände. Hier ist also die Hochschule für Fernsehen und Filme München. Hier ist Prolehre Medien und Didaktik. Und von dort aus wurde auch eins der Videos gedreht, so wie sie das mal anschaut. Ist klar, da haben natürlich lauter angehende Journalisten. Deswegen ist es so gut dokumentiert. Was einem hier gleich auffällt, auch auf diesem Foto, es ist immer Polizei hier vor Ort. Das heißt, ob ein Eindringen überhaupt möglich gewesen wäre, ist die andere Frage. Man merkt also hier, es ist ein Zaun außenrum. Also man kann in so ein Gebäude natürlich nicht so einfach rein. Dumm haben die ja nicht, logischerweise. Ich habe die Videos ein bisschen aufbereitet und dann werde ich sagen, springen wir einfach mal hier mit rein. Man sieht also hier den Täter. Also er steht genau hier. Ihr seht, hier geht die Straße vorbei, hier ist der Karolinenplatz, also eigentlich viel befahren das Ganze. Ja. Hier lädt er in aller Ruhe nach. Ihr seht, er steht da eigentlich völlig relaxed. Jetzt hat er quasi nachgeladen, er hat nachrepetiert. Jetzt kommt gleich meine Lieblingsszene, muss ich mal ganz ehrlich sagen, so traurig es klingt. Er schießt nämlich, und man muss dazu wissen, ein K98 Repetiergewehr aus dem Ersten, Zweiten Weltkrieg gibt es in Kaliber 8x57. Das Ding haut aus wie ein Esel. Du musst die Waffe wirklich komplett hier in deine Schulter reindrücken. Du brauchst den richtigen Stand, um im Stand damit zu stehen. Und er steht eigentlich hier, ihr seht es, die beiden Beine relativ eng zusammen. Eigentlich jeden normalen Schützen, der mit sowas schon mal geschossen hat, ist klar, das kann nichts werden. Das gibt ein blaues Auge. Und genauso kommt's. Habt ihr es gemerkt, wie es nach hinten gehauen hat? Und wenn du den jetzt sauber herin hast, dann rutscht der weg und das gibt ein blaues Auge. Geschieht ihm recht. Also das Ding ist wirklich brutal. Ich kann es euch sagen, es gibt eine Disziplin mit dem bei uns beim Reservistenverband. Da musst du 35 Schüsse machen, teilweise im Liegen. Der tut danach die Schulter weh. Du merkst die letzten 3, 4 Schuss, jeder nur noch so. Also das Ding hat richtig Power. Man kann es vielleicht einfach mal so sehen. Das hier ist das, was die Polizei zur Verfügung hat, ein 9 mm. Das hier ist eine 308er. Ich habe leider keine 8x57 und die 8x57 ist nochmal eine ganze Ecke größer. Also, da steckt Power dahinter. Die schießt durch Wände durch, die schießt durch Bäume durch, die kommt eigentlich überall durch. Man merkt, er geht so ein bisschen so ganz relaxed, aber hey, ich habe eine Waffe in der Hand, ich fühle mich stark. Ein bisschen habe ich so das Gefühl, als er denkt, er ist in einem Videospiel, wo ihm nichts passieren kann. Hier zwischen den Bäumen kann man es leicht sehen, hier fahren die Autos vorbei. Denn das ist die Hütte und hier ist er quasi am Zaun dort, wo die Autos vorbeifahren. Keine Ahnung, was er vorhat. Wollte er vielleicht auf ein Auto schießen? Wir wissen es nicht.
Gehen wir zum nächsten Video. Ich habe versucht, dieses Video etwas zu stabilisieren, weil es ist sehr verwackelt. Ihr seht, hier läuft eine, ihr Herz, die schießen im Hintergrund. Man sieht es auch hier deutlich. Das sind Schüsse und zwar mit der kleinen 9mm, das ist keine 8x57, das heißt, die hat die Polizei geschossen, mit ihrer MP5. Das ist eine Waffe, mit der ihr relativ schnelle Schussfolgen abgeben kann. Wenn ich so schnell hintereinander schieße, dann eigentlich meistens, um die Gegner irgendwo hinter der Deckung zu halten, um mich zu sortieren oder sonstiges. Da waren jetzt andere Schüsse dabei, ob die jetzt vom Täter ausgegeben haben, in dieser Geschwindigkeit halte ich beim 8x57 für unrealistisch fast. Also das, wie gesagt, hat 9mm, die gibt die Polizei ab. Hier der Polizist steht mit einer Handwaffe da. Gegen eine Langwaffe auf eine gewisse Entfernung. Und hier müssen wir uns einfach mal das anschauen, das mal analysieren. Der Polizist steht hier am Eck. Hier ist ein Baum, da steht sein Kamerad. Also ihr seht, hier ist der Kamerad. Das heißt, er schießt hier zwischendurch. Ich würde jetzt mal vermuten, der steht entweder hier am Eck oder hier bei den Bäumen. Und wenn wir uns das mal ausmessen, dann reden wir hier von einer Entfernung von 33 Meter oder bei den Bäumen von unter 50 Meter. Ja, damit kann er wirken mit der 9 mm, aber ihr werdet es gleich sehen, was die 8x57 für einen Riesenvorteil dagegen hat. Die kann nämlich durch Wände schießen. Großeinsatz der Polizei in München vor dem NS-Dokument. Sein Kollege hat also hier die MP5 dabei. Man merkt, er macht es nicht zum ersten Mal, weil das Typische ist ja eigentlich, dass der Flügel draußen ist. Das ist hier nicht der Fall, sondern der ist hier angelegt, wie man es halt richtigerweise macht. Und wie ein junger Mann scheinbar seelenruhig um ein Gebäude herumläuft. In seinen Händen hält er, deutlich zu sehen, eine Langwaffe. Kurz darauf erscheinen mehrere schwer bewaffnete Polizisten. Was hier mal zusagen muss, die haben ja alle diese Schutzwesten. Die haben vermutlich, die schauen jetzt zwar eher nach anderen an, aber der normale Polizist hat eine SK-1-Schutzweste, die hilft dagegen. Die hilft aber nichts gegen solche Munition. Der würde vorn rein und hinten wieder rausgehen, ohne irgendeine großartige Bremsung. Es kommt zum Schusswechsel. Das schauen wir uns nochmal genau an. Achtet mal hier kurz unter der Lampe. Er hat quasi durch die Wand geschossen. Er hat also hier durch diese Wand geschossen, deswegen fliegen die Teile. Das ist für 8x57 eigentlich auch kein großes Problem. Aber ihr seht, er hat viel zu hoch geschossen, weil er einfach das Zielen gar nicht richtig kann. Natürlich auch klar, wenn du unter Beschuss liegst, dann auch noch genau zu zielen, ist natürlich schwierig. Heißt aber im Umkehrschluss ganz klipp und klar, dass die beiden Polizisten riesen Glück gehabt haben. Wäre das nicht passiert, wäre er wahrscheinlich, hätte er beide getroffen. Also wenn er hier, sage ich mal, in 1 Meter, 1,50 Meter tiefer gezielt hätte. Genauso hätte er natürlich auch den Kollegen hier am Baum, wenn er da durchschießt. Also jetzt haben sie es auch gemerkt und ziehen sich quasi zurück. Er hat jetzt quasi das ausgenutzt, dass der Kollege schießt, sein Kamerad schießt, und dann weiß er, dann geht der wahrscheinlich eher in Deckung. Das heißt, jetzt hat er hier nochmal die Möglichkeit zur Schussabgabe. Volles Risiko, muss ich sagen, meinen höchsten Respekt. Was die Bilder nicht zeigen, der Verdächtige wird getroffen, stirbt an seinen schweren Verletzungen. Hinweise auf weitere Verdächtige gibt es derzeit nicht, heißt es von den Ermittlern. Also Leute, ihr habt es gesehen, es ist wieder mal ein Wahnsinnseinsatz gewesen für die Polizisten. Meinen höchsten Respekt hier, sich mit der 9mm Pistole gegen einen 8x57er Karabiner. Respekt, Freunde, aber gefährlich.
Was mich dann natürlich ein bisschen getroffen hat, der ist ja hier aus Neumarkt am Wallersee. Das war hier in München und er könnte hier über Salzburg fahren, das würde er aber wahrscheinlich nicht tun, da gibt es immer mal Grenzkontrollen. Ich vermute, der ist hier bei uns in Laufen drüber gefahren oder vielleicht sogar in Tittmoning. Das heißt, er ist wahrscheinlich hier sogar durch den Chiemgau gefahren, um zu seinem Anschlagsort zu kommen. Ja, das macht dann ein kleines bisschen nachdenklich. Er hat sich radikalisiert, die Bild schreibt so schön, war der Münchner Attentäter ein TikTok-Terrorist des IS. Man hat also solches Material auf ihm gefunden. Es gibt andere, die sagen, es war nicht der IS, es war eine andere palästinensische Organisation. Kann ich jetzt nicht nachvollziehen, es war auf alle Fälle ein Islamist, der Israelis nicht wirklich mag, um es mal nett zu sagen. Und es ist ja schon wieder passiert. Wir haben ja vor gar nicht allzu langer Zeit, ist ja das Taylor Swift-Konzert abgesagt worden. Eben wegen genau solcher Leute, die man aber halt nur rechtzeitig erwischt hat. Und jetzt ist es quasi schon wieder passiert. Also hier hat er gewohnt in einem ganz normalen Viertel. Man könnte ja auch nicht sagen, der war schlecht integriert oder sonstiges. Der ist in Österreich geboren worden. Ja, er hat da wahrscheinlich einen österreichischen Pass und deswegen kriegt er in Österreich auch ganz frei eine Waffe der Kategorie C, wie eben diesen Karabiner. Den gibt es dort. Allerdings war es dann doch nicht legal, denn die Polizei ist auf den Kerl schon letztes Jahr aufmerksam geworden. Da hat er sich für Sprengstoff interessiert, da hat er sich für Waffen interessiert. Da hätte man schon drüber nachdenken können. Er wurde aber nicht als Gefährder eingestuft. Es wurde allerdings ein Waffenverbot gegen ihn erteilt. Das heißt, er durfte keine Waffe kaufen bis 2028. Also wieder ein Gesetz, das einfach so übertreten wurde, um einen Anschlag zu machen. Jetzt kann man sich fragen, wie ist das möglich mit einem Waffenverbot? Vermutlicherweise ist es so, dass quasi der Händler gibt die Waffe aus, meldet das dann der Behörde. Das dauert natürlich einige Tage oder vielleicht Wochen, wie es bei uns auch der Fall ist. Und dann wird es wahrscheinlich aufgefallen, aber er hat ja die Waffe erst einen Tag zuvor gekauft. Deswegen hat er auch keine Übung damit. Er hat wahrscheinlich noch nie irgendwo Probe geschossen, sonstiges. Insofern erklärt es natürlich, warum er so ein schlechter Schütze ist und warum es ihn so nach hinten hat. Weil normalerweise hast du da wirklich einen guten Stand, hast die richtig fest da drinnen. Also das ist schon nicht einfach, mit so einer Waffe zu schießen. Ja, natürlich ein weiteres Waffengesetz, definitiv gebrochen. Das ist nämlich, hier ist öffentlicher Raum und da darf ich keine Waffe führen. Also Leute, eine Gesetzesänderung wird sowas schlichtweg nicht verhindern, weil sich Verbrecher eben nicht an Gesetze halten. Wer jetzt denkt, naja, wenn die Waffe aus dem Zweiten oder Ersten Weltkrieg ist, ist die überhaupt noch gut? Oh ja, Freunde. Ich habe selber, meiner ist 1945 gebaut worden, im Mai, in der Tschechei habe ich herausgefunden, anhand der Stempel, die da drauf waren. Und ich schieße auf 100 Meter hier auf ein 2-Euro-Stück. Also die Dinger gehen immer noch wie solche, wie vor 100 Jahren. Er hat ja sogar noch vorne dieses Bajonett aufgepflanzt, dieses ellenlange Messer, auch das dürfte zum Beispiel im öffentlichen Raum gar nicht führen. Das nächste Verbot, das er hier gebrochen hat. Und ich vermute mal, es war halt geplant, er dringt dort ein, überwältigt quasi zuerst mal die Waffen und wenn es dann zum Nahkampf kommt, nimmt er das. Das ist ja wie ein Speer dann letztendlich. So, das waren so die Informationen, mal kurz zusammengefasst, ein bisschen analysiert die ganze Situation. Also hier muss man definitiv der Polizei ein Lob aussprechen, vor allem den Polizisten vor Ort, dass sich die da mit ihrer schlechten Ausrüstung, muss man einfach mal so sagen, weil wenn ich mit einem 9mm gegen 8x57 kämpfen muss, der, wenn ich es vernünftig gemacht hätte und wäre irgendwo 100 Meter weg gewesen oder 200 Meter, hättest du als Polizist keine Chance gehabt. Man hat auch gemerkt, die haben da wesentlich trainierter vorgegangen. Also von dem her, hier muss man der Polizei sagen, alles richtig gemacht, was man auf die Videos sieht. Ich weiß ja nicht, was man sonst noch sieht. Ich habe noch ein anderes Video gesehen. Da geht er vermutlich hier hinten vorbei und die Polizisten stehen hier hinterm Auto und er feuert nicht. Nach Informationen von... Also ihr seht, hier stehen die Polizisten, hier ist der Täter, freies Schussfeld. Gute Frage, warum wir hier sich alle hier hinterm Auto verstecken. Hätte der wirklich die Waffe hier drauf gerichtet, der schießt doch das Auto komplett durch. NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung ist er bereits als Islamist aufgefallen. Also er hat ihn im Visier. Klar, hier ist dann Gebüsch dazwischen, aber da, gute Frage. Also hier seht ihr, wie Spezialkräfte eben vorgehen.
du hast den anderen am Mann, du berührst dich quasi hier, einfach aus dem ganz simplen Grund, dass der andere weiß, du bist auf alle Fälle da. Ihr habt hier gesehen, hier kommt ein Polizeiauto, das fährt hier quasi vorbei und er winkt ihm, dass der hier nicht stehen bleibt, dass er hier nicht zum leichten Opfer wird. Soviel zu diesem neuen Fall, der glücklicherweise wegen, kannst du ihn anders sagen, Dummheit und auch Glück, weil eben gerade an diesem Tag geschlossen war. Dummheit, weil der Täter eben nicht trainiert war, keine Ahnung von dem Ganzen hat. Er hat vermutlich jetzt einfach mal viele Ballerspiele gespielt und da geht es ja ganz einfach. Aber wenn du mal echte Waffe in der Hand hast, das ist halt einfach ganz, ganz, ganz was anderes. Und ein Karabiner K98er, das ist eine Sau, mit dem muss ich tatsächlich umgehen können. Aber glücklicherweise gut ausgegangen, er wurde tödlich verletzt. Ich habe schon mal gesagt, für mich sind solche Täter keine Opfer, sondern der hat ja damit gerechnet. Das muss ihm ja klar gewesen sein in dem Moment. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich nicht schon wieder bald so eine Sondersendung machen muss. Passt einfach auf draußen, Leute, und denkt dran, wenn ihr irgendwo solche Schüsse hört, Bein in die Hand nehmen und abhauen. Bis zum nächsten Video, euer Stefan von Outta Chiemgau. Servus!